So, dann legen wir los mit Secret of Mana. Ja. Und ich denke mal, unsere Stimmen sollte man schon gegenseitig erkennen können. Sollte, ja. Hoffe ich doch. Gut, also wir spielen jetzt dieses, wie man ja im Videotitel lesen sollte, können sollte, Secret of Mana. Ja, genau. Ein Netzplay zu Kessa, kann man sagen. Mehr Genau. oder weniger. Ja. Über Netzwerk, nicht direkt verbunden, deswegen gibt es manchmal ein paar grafische Fehler. Sieht da vielleicht eventuell ein bisschen lustig aus. Und ich spiele den Jungen. Ja, gut. Haben wir uns ja darauf geeinigt, ne? Ja, Dass dir ja egal war und ich gerne mit dem Schwert arbeiten möchte. Lange Zeit wurde Mana von den Menschen ausschließlich friedlich genutzt. Demnächst liest du. dann jedoch hauten einige von ihnen die Mana, bauten, sorry, bauten einige von ihnen die Mana-Feste, um Mana zu reaktivieren. Das erzürnte die Götter und sie schickt einen Drachen, um die Festung zu zerstören. Ein grausamer Krieg folgte. Mana drohte für immer zu verschwinden. In letzter Minute erschien ein Held, der mit dem Mana-Schwert den Krieg beendete. Das Ausmaß der Zerstörung war gewaltig, aber endlich herrschte wieder Frieden. Das alles ist schon lange her. Vielleicht viel zu lange. Vielleicht. Oder auch nicht. Okay. Ich denke mal, jeder liest seinen Charakter, den er spielt. Also du die beiden Mädels. Nachher. Welche Stimmlagen? Ist mir egal. Hey Jungs, wartet auf mich. Hey! Soll ich denn sprechen? Ja. Sei still, wenn der Dorfälteste uns hier entdeckt, wird er böse. Vielleicht sollten wir Vielleicht. besser woanders spielen. Es Okay. soll hier spuken. Also, dass jeder halt, ne? Dann anders spricht, nicht dann mal dieselben. Ja, gut. Mir ist es scheißegal. Also, wenn ich gerade, wenn meinem Charakter gesprochen wird, kannst du halt die anderen lesen, ne? Und wenn halt noch mehrere dazu kommen von den anderen, hörst du ja dann, wechseln wir uns dann ab halt, ne? Kompliziert. Ja, vielleicht zu kompliziert. Oder willst du den meisten der Texte lesen? Nein, mir ist es scheißegal. Ich will einfach nur weitermachen. Okay. Ich habe ja schon alles gelesen. Du glaubst wohl alles. Die Erwachsenen wollen uns doch nur Angst Machen. machen. Habe ich schon gesagt. Meine Oma hat etwas von einem glänzenden Gegenstand am Wasserfall erzählt. Vielleicht ist das ein Schatz. Kommt, den müssen wir finden. Hilfe! Ich falle! Ah! Das tut weh. Ach ja, Tonstörungen könnten ja auch auftreten, ne? Wo ich nur mal gesagt habe. Okay. Aua, mein Kopf! Und nun? Wie soll ich jetzt wieder nach oben kommen? Und wie man sieht, werde ich hier langgespült. Okay, hier geht's nicht lang. Ist interessant zu sehen, wie man einfach so, okay. Stiebel! Stiebel! Nanu? Ist interessant mit den Grafikbugs, dass man einfach immer irgendwo auf einmal woanders ist. Jo, ne? Also bei mir sieht es halt normal aus. Das ist das, was ich Okay. meinte mit den unterschiedlichen. Das Dorf ist im Osten. Ich brauche etwas, um die Büsche umzuhacken. Steven, zieh mich heraus! Wer spricht denn da? Was macht dieses Chat hier? Ah, dieses Licht. So hell. Ich sehe nichts. Ah, ein G Gespenst. Stiebel, ich bin's doch nur, das Schwert. Ein sprechendes Schwert? Was ist das für ein komisches Geräusch, ey? Was für ein Geräusch? Es klingt ein bisschen seltsam, nicht normal. Ist das schlecht? Ja, ne? Ja, das ist wahrscheinlich so die Probleme mit der Übertragung. Auf einmal ist das Licht verschwunden. Du musst ins Dorf zurück.
Ja, gut, jetzt kannst du erstmal alleine hier rumkloppen, ne? Ich habe noch keine Arbeit. Hey, was macht denn ein Pogopuschli hier in dieser Gegend? Den mache ich fertig. Man könnte ja auch so regeln, dass jemand, der mich anspricht, den liest du vor, ne? Und wenn du jemanden ansprichst oder du angesprochen wirst, kann ich die Gegenstimmen alle ansprechen. Ich glaube, das ist eine einfache Regelung, oder? Ja. Vorausgesetzt ist klar, wer angesprochen wird, ne? Wenn es unsicher ist, ja. Vorausgesetzt ist klar, dass ich überhaupt was verstehe. Das ist sehr kompliziert. Der eine spricht, wenn der andere nicht spricht, weil der andere gesprochen hat, was der andere nicht gesagt hat. Du weißt ja, ich verwirre dich gerne. Ja. Und eventuell auch die Zuschauer. Ja, das weiß ich nicht, aber mich hast du definitiv schon öfters verwirrt. Ja, nicht nur dich. Und ich würde sagen, von uns ist hier keiner Chef der Aufnahme, weil wir beide aufnehmen. Ja, im Grunde schon. Wie dann die Videos am Ende aussehen, werden wir dann sehen. Und du vergisst nicht auf die Zeit zu achten. Nö. Bisher ist noch alles gut, wir sind bei 6:25. 3 Minütchen. Kannst du hier noch, ja, mit deinem Schwert spielen. Okay. Ich spiele mein Schwert, indem ich das in Lebewesen stecke. Ja, gucken, wie genau sie reagieren. Ich penetriere zum Beispiel die hier anal mit meinem Schwert. Und ja, es könnte eventuell pervers werden. Steven ist der Penetrator. Der Penetrator, ja. Bin halt, aua. Gerne mal ein bisschen böse, besonders zu Gegnern. Ja, nicht nur zu Gegnern. Au, du Miststück. Ich kenne ja auch... Oh, Truhe! Meins! Bonbon erhalten. Auch wenn das halt nicht steht. Yay! Waffenlevel gestiegen. Werde recht, Level 1. Das ist gut. Okay, jetzt kann ich ja mal aufladen hier. Und dann kannst du einen richtigen... Feuer frei! Hat man mal gesehen, dass das sehr viel stärker ist? Schnauze. Mit dem... Boah, das sah auch cool aus mit der Sonne. Mit dem Saito. Oder runter rückwärts oder wie auch immer. Ja. Du weißt ja, auf die Gefahr, dass ich spoilere ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen spoilern. Wie spielbar denn das? Das war erst das Zwergendorf machen mit dem Mädel oder das war das Zwergendorf machen ohne dem Mädel? Ich würde sagen mit, da kannst du nicht mitspielen. Ja, genau. Und ich würde sagen, ein bisschen spoilern ist nicht schlimm. Davon ist noch keiner gestorben. Und noch eine Truhe. Ich hab's irgendwie mit den Truhen, oder? Ja, du ja, bist ein echter Schatzjäger. Und noch ein Bonbon. Und ich habe gesehen, dass ich schon Level Up habe. Obwohl ich das irgendwie in der Botschaft oben nicht gelesen habe. Pokepusche ist erledigt. Ach echt. Das ist gut. Joa, ich denke mal, Level brauchen wir nicht unbedingt, weil... Was zur Hölle? Wo kommst du denn her? Sind wir hier bei Mega Man oder was? Ja, die spawnen doch immer nach einer Zeit, oder irre ich mich jetzt? Ich meine nur, wenn ich den Bildschirm verlasse, wie hier zum Beispiel. Oh Mann, ich jetzt mal durchgehen könnte. Also trotzdem, ich weiß es nicht so auswendig. Oder es ist so, dass nur eine gewisse Anzahl an Gegnern im Bild sein kann. Das weiß ich. Und wenn man dann halt in ein Gebiet kommt, wo es normalerweise wären, und diesmal, ja, nee, ist klar. Und diesmal halt keine Gegner mehr da sind, spawnen sie dann. Wahrscheinlich ist das passiert. Kannst du ja mal drauf achten in Zukunft irgendwann. Ja, jedenfalls müsste jetzt ein kurzer Cut erfolgen, jetzt gleich, wenn du den nächsten Gegner gekillt hast. Okay. So. Ja. Mal kurz auf Pause. So. Gut. Das heißt, dass die erste Folge dann eventuell ein bisschen auseinander geht. Von uns beiden. Ja. Ja, die Frage ist, Levin war für den Sicheranbieter oder nicht? Ja, für den Sicheranbieter brauchst du, glaube ich, nicht hoch zu leveln. Ja. Ja, weil wir stellen da eh nicht schwer, weil es ein Tutorial praktisch ist. Genau, die Frage ist nur, sollen wir später irgendwann ein bisschen leveln? Ja, können wir machen. Vor allem die Zauber würde ich dann leveln. Die Frage ist, sollen wir das Spiel auf Level 99 beenden?
Wenn wir es nötig haben, ja. Wenn es nicht nötig ist, nein. Ja, es geht nicht um nötig. Es geht nur, damit man sagen kann, 100% und so. Möchtest du unbedingt 100%? Weil ich habe bestimmt keinen Bock, so lang zu leveln. Ja, okay, wenn man es so sieht, ja. Das dürfte ewig dauern. Und ja, wenn okay, wir hier schon einen Gegner erledigen, wenn man OP ist. Ist ja auch keine Herausforderung. Ja, okay, das stimmt. Dann ist man, zu stark. Ja. Denk mal, mit Level 100 muss man nicht unbedingt haben, um 100% zu spielen. Nicht Level 100 kann man... Ich würde sagen, alle Orbs, alle Zauber vielleicht maximieren. Aber das Level selbst, aber vom Charakter muss nicht 99 sein. Das könnte man vielleicht später anschließend beim Stream machen. Ja, könnte man, ja. Und dann halt sagen, okay, hier, das ist Level 100 und dann anschließend noch dran packen. Oh, Kiste. Ja, könnte man, ja, könnte man. Ich hab meine Kisten. Du bist schon voll, voll bepackt. Ja. Gehen wir mal zum Sichelanbeter. Ja. Ey. Wer spricht denn jetzt eigentlich wen? Du? Ach so. Frau. Hast du das gesehen, Steven? Etwas Leuchtendes am Himmel über dem Wasserfall. Wo auch immer du das her hast, aber gut. Egal. Ich spüre, dass mal etwas Schreckliches geschehen wird. Und ich muss dringend ins Alter sein. Was hast du noch irgendwelche Tagträume? Stevel, du solltest sofort zum Dorfältesten gehen. Beeil dich. Och Mann. Oh, ich kann ja doch shoppen. Kaufen. Ich glaube, du hast das, weiß nicht, hast du das nicht schon alles? Vielleicht das, Ding, das, Stirnband, oder hast du das schon? Ich weiß es nicht. Hab ich schon. Das Lebenswasser kann ich mir nicht leisten, außerdem bräuchte ich dafür eh einen zweiten Charakter. Noch etwas? Nö. Auf Wiedersehen! Bye bye. Hotel brauche ich jetzt nicht wirklich. So, dann auch nicht lang. Ach, hier ist ja jemand. Ein Fremder ist zu uns ins Dorf gekommen. Er ist im Haus. Okay. Stevel, der Dorfälteste hat dich gesucht. Er sah ziemlich wütend aus. Als wenn mich das interessieren würde. Vielleicht interessiert das den Charakter, den Spieler, aber mich nicht. Ja. Hey, Stevel, was ist das für ein Schwert? Sei lieber vorsichtig damit. Wir haben ja schon gemerkt, dass er nicht ein Link ist, der die ganze Zeit schweigt, sondern auch reden kann, aber das war irgendwo keine Antwort wert. Der Fremde scheint ein Ritter aus einem fernen Land zu sein. Na, wenn du meinst. Ja. Sag mal, Stübel, was ist denn geschehen? Tom ist weinend davongelaufen. Hey, Suse. Da red ich mit mir, das ist ein Arsch. Meine Fresse. Stiebel, Gott sei Dank, es geht dir gut. Ich hatte solche Angst. Ich dachte, wir sehen dich nie wieder. Es wäre besser gewesen, wir hätten diesen Trottel gar nicht mitgenommen. Idioten, es wäre besser gewesen, ihr hättet dort nie gespielt. Nanu, Stiebel, was hast du da in der Hand? Oh nein, das ist... Cool! Hast du etwa den Schatz gefunden? Auf, lass uns kämpfen! Was hast du getan? Du hast das Mana-Schwert aus dem Stein gezogen. Das ist unglaublich. Das Mana-Schwert? Dann ist unser Dorf erledigt. So erzählt es die Legende. Wir sind alle verloren. Im Stein steckend war das Mana-Schwert unser Schutz vor den dunklen Mächten. Deshalb sind plötzlich all diese Monster hier erschienen. Aber wie konnte ein Versager wie er das Ding aus dem Stein ziehen? Hey, hör auf damit! Du bist an allem schuld. Alles wegen dir, du Bitch! Du Vollidiot!
Ich konnte meinen Text nicht mehr lesen. Ja, wer auch immer sagt... Boah, ein Erdbeben! Ich weiß nicht, wer das sagt, aber ich scheiß drauf. Leg mal beide, oder alle. Ist doch scheißegal. Hilfe, ein Monster! Tu doch was! Du hast ein Schwert! Los! Hey Junge, hörst du mich? Beobachte das Monster und greife erst dann an. Ja. Jetzt kannst du eigentlich den... Verdammt, ich bin bewusstlos. Ja. Du kannst ja eigentlich, ja. Normalerweise kann nicht viel passieren, sagen wir mal so. Ja, ich kann nicht sterben, das weiß ich. Ja. Okay, Aufladen bringt nicht viel. Kann ich nochmal zuschlagen. Aua. Denk mal, Heilung wäre verschwendete Bonbons. Ja, definitiv. Okay, im Juwelenregen Level 0 haut ganz schön rein. Auf jeden. Und tot. Hey Junge, ich habe eine Idee. Halte das Schwert vor dich und warte, bis es 100% Schlagkraft erreicht hat. Aua. Ja, ganz schön. Zwei Schläge. Zwei Schläge haben nur gefehlt, ey. Naja, der hat ja auch, glaube ich, nur 150 HP. Boah, aber ich meine, ich war knapp davor, ohne Tod das Ding zu kriegen. Und weiter geht's. Schwert aufhalten. Du hast den Besieg. Warte, ich zähle dich nach oben. Ja, dann zieh mich nach oben. Bah! Oh, ist so. Es scheint, dies ist das echte Mana-Schwert. Aha, und weiter? Es heißt, in Zeiten der Not käme ein Ritter, um das Schwert herauszuziehen. Du bist jedoch viel zu jung. Irgendetwas muss mit dem Schwert geschehen sein. Hier, nehmt ihr es. Das geht nicht. Das Schwert ist kraftlos und muss aufgeladen werden. Nur du kannst dies tun. Du hast es herausgezogen. Und wie geht das? Besuche Aquaria im Wasserpalast. Sie beschützt dieses Land seit 200 Jahren. Sie kann dir weiterhelfen. Stiebel, der Dorfälteste, will mit dir sprechen. Gut, ich muss dann auch weiter. Übrigens, ich heiße Viktor. Wie der von Albladi? Ich werde auf dich im Wasserpalast warten. Oder ich warte auf dich im Wasserpalast. Aber vorher müssen wir einen Cut machen. Das okay. Ist ja klar. Wieder 10 Minuten rum, ja? So, weiter geht's. Ich warte auf dich vor dem Wasserpalast. Hast du das gelesen? Ja, das habe ich schon gelesen. Nachdem ein Cut gemacht wurde, hat er es auch übrigens gesagt. Okay, dann gehe ich mal wieder mit dir sprechen. Worauf wartest du? Oh, ist ja gut, ey. Ich ramm dir gleich ein halbes Schwert in den Arsch. Ältester, Steven muss hier weg. Was? Genau, und zwar sofort. Was? Steven? Ho, ho, ho. Warum nur? Warum hast du dieses Schwert genommen? Wir werden alle untergehen. Du hast diese Welt auf dem Gewissen. Nur du alleine. Also gut, wer ist dafür, dass Stiebel geht? Alle die Hand heben. Falls er im Dorf bliebe, würden noch mehr Monster auftauchen. Hau ab! Verpiss dich! Bist du jetzt endlich schon weg? Mach, dass du Land gewinnst, Junge! Ich will das hier nicht tun, aber ich muss. Ich muss dich bitten, das Dorf zu verlassen. Nimm mit, was du in der Truhe unten findest.
Eigentlich, was? Der hat sich gerade selbstständig gemacht, aber gut. Okay. Habe ich halt Analogstick ausgeschaltet. Du gehst, bis später. Ach, wenn du wüsstest. Erstmal ziehst du hier unten die Sachen ab. 500 GM gefunden. 50, bitte. Er hat aufgepasst. Ich habe dich als Kind zu mir genommen und aufgezogen. Leider kann ich jetzt nichts mehr für dich tun. Vergib mir. Ich hab's dir ja schon einmal erzählt, aber... Deine Mutter brachte dich als Baby in dieses Dorf, mein Junge. Doch schon bald darauf verschwand sie spurlos. Ich nahm dich auf und liebte dich wie einen Sohn. Doch nun trennen wir uns. Hoffentlich wirst du deine Mutter eines Tages finden. Leb wohl. Ist die Melodie immer traurig? Ja, irgendwie schon. Gucken wir mal, ob wir noch was kriegen. Ich verkaufe dir nur etwas, weil der Dorfälteste es gewünscht hat. Nochmal gerettet den Satz. Ja, ich bin auch nicht perfekt im Lesen. Ich sowieso nicht. Vor allem, wenn ich immer so viel Text habe, dann... Ich wollte mir noch mal das kaufen. Kann sowieso mal was passieren, dass ich mich... Denkst du auch daran, dir neue Klamotten zum Schutz vor den Monstern zu kaufen? Ja klar, der Quintipp. Wunder, dass er mir noch Tipps gibt, nachdem wir sie mich hier alle rausekeln. Hast du alles? Beeile dich und verlasse dieses Dorf. Hast du jetzt alles? 2 Sekunden später, dann ist ja gut. Ist gut. Du bist aus dem Quelldorf verbannt worden. Hau endlich ab, verpiss dich oder ich penetriere dich anal. Die Geste von ihm gerade, die Bewegung sollte wohl auch heißen, von wegen leck mich am Arsch. Ja, das ist schon durchaus möglich. So, und jetzt, genau. Ich habe manchmal das Gefühl, mit einem Schwertschlag ziehe ich die Gegner sogar noch an. Ja, durchaus möglich. Die wäre reicht, Level 3. Yay, episch, Level 3. Neuer Gegner hier. Wie hießen die normal? Ach, das werden wir auch schon noch erfahren, irgendwann. Und hier der Capoeira-Pilz. Da ist ein Pilz, ja, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Hier ist noch so eine Scheißpflanze. Noch eine schöne Blume. Hießen die irgendwas mit Tulpe oder so? Oder ich weiß es gar nicht mehr. Dämonentulpe oder so ähnlich? Ich weiß es nicht. Ich kann mich auch irren. Es gab ja auch noch eine spätere Version von diesen Pflanzen. Die waren Wenn ich mich richtig erinnere, war hier der Wucherkater links. Der war da, der Wucherkater. Der Ruffy. Nicht zu verwechseln mit Monkey D. Ruffy, denn der ist älter. Der hier. Ja, ich kenne ihn nicht, den anderen Ruffy. One Piece, ein Gummimensch. Durch eine Teufelsfrucht. Hier zum einen, wenn man das halt so machen möchte, wie wir das machen, sollte man hier mit allen reden, dass sie abhauen. Das ist Oberst Hagen. Unsere Mission ist sehr gefährlich, aber wir werden es schon schaffen. Mit einer Peitsche können wir die Abkürzung zu Turas Schloss nehmen. Oberst Hagen, angetreten. Kompanie, Marsch! Und wechseln sie. Wo müssen wir nochmal hin? Nach oben. Ach ja, genau, da ist ja der Wasserpalast, stimmt. Okay, ich kann hier mein Schwert nicht benutzen. Nein, hier ist wohl keine Gefahrenzone, deswegen. Das sieht man am besten dann, wenn er sein Schwert nicht hält, dass das nicht geht. Ja, genau. Wird's wohl vorgestratzt, war? Auf geht's, Stiebel! Gehen wir Aquaria auf den Sack. Ist bestimmt hässlich. Und alt.
Scheiß Meldung, mal kurz einen Cut.